Ja, grüß Gott hier in Österreich. Willkommen zum Lauf Nummer 2. Wir haben jetzt 15.20 Uhr. Wir sind um 7:45 ungefähr losgefahren aus Hessen. Wir sind jetzt hier mitten in Österreich auf dem Weg nach Slowenien, Villach und so weiter. Und ja, Kamma, was sagst du? Hugo hat gesagt 5 Kilometer, er meinte natürlich 5 Höhenkilometer. Guck dir mal die Berge an hier. Herrlich, herrlich, herrlich hier. Wir sind übrigens ganz nett, ja, was soll ich sagen, also man hat uns hier erlaubt hier zu parken, mitten im Nirgendwo, und wir fangen jetzt mal an. Uhr läuft und wir kennen uns natürlich überhaupt nicht aus, was sehr schön ist. Das ist ein Kühl, das ist ein Kühl. Da. Mumu, die kleinen Punkte da hinten. Aber wir biegen gleich rechts ab. Und dann, ach ja, ihr werdet es gleich sehen. Aha. Also nachher duschen, waschen hier unten. Ja, das sieht schön sauber aus und ist bestimmt so kalt. Egal. Oh, wie geht's? Naja. Ja. Topwetter! Herrlich! Also zu unserer Verteidigung müssen wir auch sagen, dass wir vor 4 Tagen, oder waren es 5, den Hase hier in Mini-Ultra gelaufen sind. Und das Tier hier neben mir am Freitag 100 Kilometer durch Starkregen, dann den 52er gelaufen. Und am Sonntag nochmal 100 Kilometer mit Höhenmeter. Ja. Genau deswegen bin ich fertig. Nicht wegen meinem Übergewicht. Ja, es ist alles nur Warmlaufen hier. Kann ich jetzt schon mal sagen, der dritte Lauf findet in einigen Stunden dann in Slowenien statt. Genau hinter der Grenze von Österreich. Und das wird eine 10 Kilometer Runde sein. Und die geht ein bisschen hoch, aber auch ein bisschen runter. Was ist so wenig? Auch? Ja. Ah. Ja. Und weißt du auch warum? Sieht steiler aus. Deswegen wollte ich ja gerne nehmen. Also, kurze Zwischenbilanz. 9 Minuten und sagenhafte 920 Höhenmeter. Distanz, Meter sind wir bis jetzt gelaufen. Wir sind insgesamt auf 1000 Höhenmeter. Hier ist die Luft dünn. Scheißen Dreck. Auf der Alm, da gibt's Quasind. Hey, wie locker und flockig hier, guck mal hier. Und nach 17, ja fast 18 Minuten Kilometer 2 erreicht, noch einen klitzekleinen halben, und dann drehen wir um und geht's wieder bergab zurück.
So, jetzt wird es hier ein bisschen trailig. Noch ein paar hundert Meter. Ich hoffe, dass wir irgendwie hier durchkommen. Also langsam verschwindet der Weg. Mal gucken. Ich glaube, die letzte Schneelawine hat hier alles mitgerissen. Nein, hier geht's weiter. Da lang. Da war auch eine Pinkelpause. Aber er lebt noch. Alles gut. So. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir richtig sind. Also, ja, okay, alles klar. Also, dann machen wir hier kehrt, weil Kapp hat auch nicht die richtigen Schuhe an. Der hat so ähnliche, sowas wie Mokassins an. Laufmokassins. Okay, dann. Ich weiß, ob man das erkennen kann durch den Weitwinkel, aber das ist schon klasse. Ja, wir laufen jetzt noch ein Stückchen. Also wenn wir jetzt an der Gabelung angekommen sind, nochmal 250 Meter hoch. Und dann haben wir die 5, wenn wir am Auto zurück sind, wieder voll. Und ja, wunderschön hier, wunderschön, juhu! So, jetzt der Wendepunkt von der kleinen zusätzlichen Strecke. Jetzt geht es nochmal, lass mal schauen. Ja, einen guten Kilometer nach unten. Und dann haben wir die 5 voll, ja. Herrlich, herrlich. So, noch 100 Meter. Und dann ist es vollbracht. Hurra! Jo, 5 Kilometer in 36 Minuten. Entschuldigen Sie bitte, was halten Sie von diesem Lauf heute? Ah ja, okay. Ja, das war der zweite Lauf. Ab ins Auto zum dritten.